Sie schaut dahin. Er hat diesen Zivilist aber schon im Schirm. So, wo schaut denn er hin? Also er sieht diese Leiter. Okay, gut, das ist jetzt aber erstmal egal. Wir haben den äußeren Ring so gut wie sauber. Er hier noch. Da muss ich mir mal kurz überlegen, ob ich da nicht vielleicht meine Aiko für hernehme. So, wir drehen hier mal. Nee, andersrum wäre das vielleicht besser. Naja, auch nicht wirklich. So rum. So. Okay, das ist Möglichkeit 1, um erstmal dahin zu kommen. Nee, das klappt nicht. Okay, dann machen wir dich wieder weg. Gehen mal dahin. Oh, warte mal, gehen dahin. Es? Naja, okay, dann speichern wir hier jetzt mal. So, werfen. Okay, speichern noch, speichern nochmal. So, machen hier den da. Also eigentlich hier. So, und ich bin einmal getroffen worden. Das ist natürlich ungeschickt. Das ist natürlich extrem ungeschickt. So. Verdammt, verdammt, verdammt. Komm, schaff, schaff, schaff. Rechtzeitig, rechtzeitig, rechtzeitig. Super. Und hier weg. Möglichst weit weg. Damit es nicht auffällt. Und dann gehen wir mal. Nee. So. Das fällt nicht auf. Augen offen halten. Wunderbar. Warte mal, Moment. Die Aktion hier. Nee, der steht da immer noch. Okay. Ich wollte gerade sagen, die Aktion hätte ich ja nutzen können. Du kannst übrigens weg, um da oben jetzt was zu unternehmen. Aber da gab es ja gar nichts. So, okay. Ich schau mal, wo die hingehen. Oder ob die irgendwo rauskamen und jetzt... So, wir machen das mal anders. Okay, da sind jetzt drei Wachen, die da einfach stehen. Da sind jetzt drei Wachen, die da einfach stehen. Ich will jetzt bloß mal kurz schauen. Laden. Den da. Ich will einfach nur mal kurz gucken, ob die davor auch schon da standen oder ob das jetzt ist jetzt natürlich ungeschickt. Weiter. Tak, tak, tak. Ja, die standen davor auch schon. Könnt ihr natürlich auch versuchen, hinter ihn zu laufen. So, wir machen das mal. Nee. Okay, wenn wir ihn jetzt schon erledigt haben, dann machen wir halt einfach jetzt den Zustand, den wir erreicht haben. Ist ja auch jetzt nicht so die Welt. Der Typ ist weg, wir sind sicher.
Das heißt, wir können jetzt hier rein. Hier rüber. Und als nächsten den da ausschalten vielleicht. Oder wir nehmen den Hintereingang. Was ich fast präferieren würde. Was ich fast präferieren würde. Ihn sieht niemand. Ihn sieht niemand. Das heißt, er würde da hochgehen und dann hier durch. So. Ja, die gehen beide da hoch. Komm, hey. Du gehst mal hier hin und du gehst auch dahin. Ach, er kann das... Ach, er kann die Dinger gar nicht klettern. Okay. Dann muss sie das eh machen. Dann muss sie das machen. Sie muss da jetzt ein bisschen aufräumen, damit er hier schön zum Haupttor reinspazieren kann. Also die Musik gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Das ist echt schön geworden. Okay, so kann man das auch sehen. Wir speichern. Und jetzt gucken wir mal... Ah, warte mal, komm hier, Alt. Gucken wir mal, wie wir das hier besser hinsetzen. Gehen wir mal dahin. So, ich speichere kurz. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Hm. Okay, das war nix. Das war nix. Weiter. Okay, wir machen das mal anders. Wir machen das mal anders. Wir machen jetzt mal wirklich es weg. Soweit. Okay, gut. Das mit dem Rennen war besser. Das mit dem Rennen war echt besser. Dann kann ich jetzt hier sagen... Auf Wiedersehen. Schön. Schön, schön. So, dann geht's jetzt hier hoch. Wir gehen jetzt erstmal hier in den Busch. Okay, Melodie nicht ganz getroffen. Aber reinen Wieso auch immer... B war's, ne? Ich habe das Gespräch gerade verpasst. Wieso auch immer sie noch die Leichen mit sich rumträgt. Diese Frau hat ein paar heimliche Verehrer. Ihre Dienstkleidung würde mir perfekt passen. Das heißt... Diese heimlichen Verehrer müssen erstmal beseitigt werden. So. Wir schauen mal, ob das so geht. Kann ich hier hinten ins Eck? Ja. Dann würde ich gerne ihn ein bisschen blenden, um hier hinauf zu klettern. So, zack.
B kann wieder weg. Die Wache ist noch da unten. So, dann würde ich ganz gerne mit dir dahin gehen. Habe ich hier irgendwo die Möglichkeit, eine Leiche zu entsorgen? Fiele mir jetzt nicht auf. Muss ich diese... Okay. Den heimlichen Verehrer könnte ich aber ausschalten. Das wäre nicht so das Problem. Die Frage ist nur, wen schalte ich zuerst aus? Schalte ich erst ihn aus oder erst den heimlichen Verehrer? Ryota, Yoyoto. Okay. Ah, verdammt. So, erstmal weg. Das heißt, ich gehe mit dir dahin. So, du darfst hier hinten hinlegen. Wunderbar, wir speichern. Dann warten wir wieder auf den heimlichen Verehrer. Was ist denn das da eigentlich? Ah, das sind ihre Dienstkleider, oder? Okay. Steuerung S. So. Jetzt kommst du? Kann ich dich töten? Nein, da ist niemand. Da ist niemand. Okay, der Typ hat sich einfach was eingebildet. Offenbar. So, dann können wir doch jetzt mal schauen. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Zivilisten da und Alarmchen auslösen. Schauen wir mal, was das gibt. Was sollten wir? Merkwürdig, ein geheimer Durchgang hat sich geöffnet. Wir sollten an ihn denken, wenn wir diesen Ort verlassen. So. Ah. Kann ich da jetzt schon? Warte mal, ich bin neugierig, ich muss speichern. Ah. Okay, da gibt's einen Ausgang und da gibt's einen Ausgang. Ah, hallo Mugen. Perfekt. Genau so wollte ich das. So, wir gehen jetzt hier nochmal raus. Ich warte hier, bis er da fort ist. Dann können wir nämlich hier ins Gebüsch, was ihm zum Verderben gereicht. So, also du gehst hier mal bitte hoch. Hier ins Gebüsch, bitteschön. Und dann warten wir mal ab, bis er wieder zurück ist. So, weiter rauszoomen kann ich nicht. Bitte, es ist verboten. So. So, so. Gut. Upsale, du sollst doch da bleiben.